Im Norden Strom im Überfluss, im Süden Mangel, die regionale Unwucht der Energiewende setzt die Netze unter Druck. Betreiber.net berichtet von Rekordkosten für Noteingriffe. Windpark der Firma TNET Quelle, Imago. Der Ausbau der erneuerbaren Energie setzt das deutsche Stromnetz immer stärker unter Druck. Der große Stromnetzbetreiber TNET, dessen Netzgebiet in der Mitte Deutschlands, von Schleswig-Holstein bis zum Süden Bayerns reicht, muss stehe deshalb 2017 fast 1 Milliarde Euro für Noteingriffe ins Netz zahlen. Das teilte TNET am Montag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mit. Hohe Kosten durch Netzengpässe. Die Eingriffskosten lagen 2015 noch deutlich niedriger bei 710 Millionen Euro, im windschwachen Jahr 2016 sogar nur bei 660 Millionen Euro. Die Kosten werden über die sogenannten Netzentgelte auf den Strompreis umgelegt und landen am Ende beim Verbraucher. Das Netz ist wegen des starken Zubaus der Erneuerbaren weiter extrem belastet. Wir brauchen zwingend ein Energiewendenetz, also die vom Gesetzgeber bereits beschlossenen Netzausbauprojekte, forderte das TNET-Geschäftsführungsmitglied Lex Hartmann. Bis dahin sind Netzengpässe, hohe Kosten für die Verbraucher und eine zunehmend instabile Versorgung die harte Wirklichkeit. Das Netz ist wegen des starken Zubaus der Erneuerbaren weiter extrem belastet. Wir brauchen zwingend ein Energiewendenetz, also die vom Gesetzgeber bereits beschlossenen Netzausbauprojekte. Lex Hartmann, TNET-Geschäftsführungsmitglied, auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Hohmann, sieht Milliardenkosten auf die Verbraucher zukommen. Die Stabilisierung der Netze ist komplexer geworden und kostet uns alle viel Geld. Diese Kosten sinken erst durch die großen Stromleitungen, sagte Hohmann. Allerdings hält der Behördenchef die Versorgung auch in der Zwischenzeit bis zum Start der neuen Leitungen für sicher. Eine Warnung vor Stromausfällen bis dahin wäre übertrieben. Noteingriffe, vor allem im Herbst und Winter. Noteingriffe werden nötig, wenn Stromleitungen fehlen, um vor allem Windstrom von Norden nach Süden zu bringen. Im stürmischen Herbst und Winter müssen im Norden dann immer wieder Gas- und Kohlekraftwerke heruntergefahren oder Windparks gegen Kostenerstattung abgeschaltet werden, weil sonst mehr Strom produziert würde, als die Netze aufnehmen können. Damit im Süden dennoch nicht die Lichter ausgehen, müssen dort zugleich konventionelle Reservekraftwerke hochgefahren werden. Oft kommt die Netzreserve auch aus Österreich.